Heute das und mehr in diesem Video. Ich bin Uli und los geht's. Ja, und damit recht herzlich willkommen nochmal an dieser Stelle zu diesem Video, wo ich heute jede Menge Themen für euch reingepackt habe. Ich habe wieder mal jede Menge reingepackt. Das heißt, ich habe verschiedene Sachen, die ich heute euch zeigen möchte und die kommen so schön der Reihe nach. Das werden wir gleich sehen und ich werde also einiges machen. Ich wäre noch nicht ganz fertig während das Video. Ich hätte es fertig machen können, aber das wäre bestimmt eine halbe Stunde lang geworden und das ist auch nicht im Sinne des Ganzen, weil dann wird es ja wieder langweilig und oder zu, ja, nein, das bringt nichts. Das zeige ich euch dann nächste Woche, wie der ganze Rest gemacht wird. Aber da geht es dann auch schon mit dem nächsten Projekt los, nächste Woche. Das ist aber dann das Thema von der nächsten Woche. Heute schauen wir uns erstmal im Schnelldurchlauf an, was ich hier gerade gemacht habe. Ich habe nämlich jetzt gerade diese Grasstreu hier überall untergebracht. Ihr habt es gesehen, deshalb bin ich nicht länger darauf eingegangen. Das ist also eine ganz simple Geschichte und habe jetzt erstmal meine Signale grundiert in Rost. Ihr wisst ja, ich mache ja meine Signale immer nachträglich noch ein bisschen altern und ich mache das pro Stelle auf meiner Modellbahn mit anderen Themen. Das heißt, ich habe Signale, die sind vom Thema her grün, rot, blau gibt es glaube ich noch nicht, na ist auch egal. Und hier wird es wieder ein kleines bisschen anders werden, da ja dieses Holzlager so ein bisschen was Älteres, Verfallenes sein soll oder wie auch immer, habe ich das Ganze hier eben erstmal rostig grundiert. Hier sehen wir nochmal einen Überblick, weil da bin ich ja explizit nicht drauf eingegangen, diesen kleinen Maschendrahtzaun. Ich habe ihn zwar in der letzten Folge euch schon mal gezeigt, aber ich will mir der Vollständigkeit halber auch nochmal zeigen, wie ich das hier alles angebracht habe. So genau bin ich da nämlich gar nicht rangegangen beim letzten Mal. Und hier sehen wir auch noch dem Spalt von dem Modul, was da noch mal rangedrückt wird. Das bleibt natürlich nicht so, ihr werdet es nachher sehen, das wird auch noch alles bepflanzt, begrünt und gemacht. Hier habe ich ja wie gesagt schon das Grasstreu drauf, das war eben glaube ich noch gar nicht so zu sehen. Und habe mich jetzt entschieden, in dieses Gelände noch drei Laternchen unterzubringen. Und diese drei Laternchen habe ich mir natürlich ausgeguckt, wo sie hin sollen. Zwei kommen direkt aufs Gelände. Einmal habe ich gedacht, vorne am Tor ist doch recht praktisch. Und einmal da hinten hin, wo man praktisch den Wagen dann be- und entladen kann und wie auch immer. Hier bohre ich noch das Loch, was für das Gebäude ist, für das Holzlager, Schrägstrich, ehemaliges Sägewerk. Da kommen mir dann die Kabel durch und das ist ja ein bisschen mehr, wie wir gerade sehen. Das ist ja fast ein kleines Knäuel, weil ich ja die ganzen Widerstände da mit vorgebaut habe. Deswegen habe ich dann 8er Loch reingemacht, aber alles überhaupt kein Problem. Stopfe jetzt die ganzen Kabel da mehr oder weniger durch. Ihr seht, die Signale hinten habe ich hier auch schon alle verrostet. Die waren ja vorher so schwarz glänzend, so wie man sie halt aus der Tüte auspackt, bekommen aber nachher noch eine andere Farbe. Das werdet ihr alles noch in diesem Video mit sehen, das werde ich euch alles noch mit zeigen. Also wie gesagt, es kommen heute viele verschiedene Themen. Jetzt kümmere ich mich erstmal um die Beleuchtung. Und ihr seht schon, wie das schön mit dem Hängerchen da hinten hinpasst. Ich mache irgendwann, vielleicht nächste Folge oder sowas, wenn die ganzen Gebäude stehen, noch ein paar Detailaufnahmen, dann passt das schon. Hier sehen wir lediglich, wie ich ein paar Kabel da zusammengelötet habe. Das habe ich zwar alles aufgenommen, aber das zeige ich euch jetzt hier nicht. Wen es interessiert, der meldet sich, aber ich meine, hallo, ein Kabel zusammen zu frickeln, das sollte nicht das Problem sein. Da kommt mal irgendwann meine Elektrik-Sendung. Hier sehen wir jetzt schon, wie ich sozusagen alles schön markiere. Ich mache überall kleine Fähnchen dran, wo ich dann dran schreibe, welche Litze das ist, weil irgendwann blickst du ja gar nicht mehr durch, was da was ist. Und die gehen ja jetzt alle an diese beiden Waagetürme, die ich vor zwei, drei Folgen gebaut habe und euch gezeigt habe. Da müssen die alle fein säuberlich runter verlegt werden, denn ihr wisst, ich kann keine Kabel unter der Anlage hängen lassen. Ich muss das alles überall irgendwo anbringen mit irgendwelchen Buchbinderrücken und muss das da irgendwo, naja, halt machen. Und ja, hier musste ich bei manchen Sachen noch Widerstände einlöten. Bei anderen Sachen hat es eigentlich gereicht, wenn ich es angebracht habe. Ich musste auch wahnsinnig viel testen, denn ich habe ja die Lampen in meinem Gebäude sind ja sortiert nach Außenbeleuchtung, nach Innenbeleuchtung, einmal nach oben nach Innenbeleuchtung, einmal nach unten. Obwohl man das von oben kaum sehen wird. Da hatte ich ja die kleinen Bretterstapel neulich gebastelt. Und das geht nach hinten. Also das sieht man wirklich nur, wenn man direkt reingeht. Und hier sehen wir schon, wie die Beleuchtung
packt. Inner, also außen, die kann ich manuell schalten. Einmal die Laternen, einmal das Gebäude, das kann ich separat machen. Und das, was da hinten bei dem Wagen in der Halle drinnen leuchtet, das ist an der Automatik angeschlossen von meiner Gebäudebeleuchtung. Das heißt, die geht nach regelmäßigen Abständen an und aus, auch oben im Dach an und aus. Also völlig verschieden, irgendwo immer mal, dass eine gewisse Dynamik auf der Eisenbahn praktisch bei der Eisenbahnanlage halt bei mir drauf ist, wo die Beleuchtung sich selber an- und ausschaltet. Wie gesagt, die Laternen hier vorne und die Außenlaternen leuchten permanent, sind aber angeschlossen an eine andere Platine, sodass die flackernderweise angehen. Hier zeige ich euch noch, was ich euch in der letzten Folge nicht mehr gezeigt hatte. Das ist praktisch der Felsen. Da hattet ihr ja auf meinem Zweitkanal, auf meinem Bastelkanal, euch angucken können, wie ich diesen Maschendrahtzaun da oben gebastelt habe, den ich da auch angebracht habe. Und jetzt wird erstmal der Felsen fertiggestellt. Das heißt, ich hatte den ja schon vor einigen Folgen bemalt, hatte den dann mit Erde beklebt und berieselt, wie man das so schön sehen kann. Und jetzt als finaler Schwung sozusagen bekommt das Ganze jetzt noch so ein Trockenbürsten, nennt man das in Deutsch. Drybrushing in Englisch halt, aber Trockenbürsten, sagt man ruhig mal jetzt hier. Und da werden sozusagen die erhöhten Stellen in dem Berg, die meisten werden es kennen von euch, manch einer wird es nicht kennen, manch einem ist das völlig egal, werden die nochmal mit einem trockenen Pinsel mit Weiß so schön abgerieben obendrauf. Ihr seht, manchmal ist das ein bisschen doller, ist aber gar nicht schlimm, weil wenn der Pinsel nachher noch trockener ist, kann man das wieder mit verreiben und so erreicht man dann den Effekt, dass die Felsen noch plastischer irgendwo wirken, ja. Ich zeige euch das Ganze jetzt hier 10-fach beschleunigt, weil das ist eine sehr langwierige Arbeit. Also du bist immer wieder dabei, du machst also die Farbe drauf, dann gehst du über den Handrücken hier am besten mit dem Pinsel und machst so lange, bis da kaum noch Farbe dran ist. Und erst dann geht man da ans Modell ran, sodass man das halt machen kann. Mit einer Wash hatte ich ja vorher schon gearbeitet, die hat ja sozusagen die Tiefe rausgeholt. Und das Trockenbürsten, Drybrushing, das macht die Höhen sozusagen raus, sodass das Ganze tiefer wirkt, weil in unserem Modellbaubereich, da ist nichts tief, da ist alles nur irgendwo flach. Außer man hat eine riesige Anlage wie die Hamburg oder sowas, da kann man sich natürlich ein bisschen austoben. Ja, hier sieht man es nochmal ein bisschen in Echtzeit. Das ist also wirklich eine sehr, sehr langwierige Arbeit. Aber irgendwo macht Spaß, weil du siehst mit jedem bisschen, was du da dran malst, siehst du, wie es weitergeht. Du musst natürlich immer wieder gucken, wo könnte das Licht herkommen, wo könnten die Schatten sein, wo muss es dunkel bleiben, wo muss es hell sein. Und da kann man das entsprechend das Ganze dann schön dann noch mal ein bisschen was rausholen. Oben wird jetzt Kleber drauf gemacht, da kommt noch ein bisschen Grasstreu oben drauf. Das ist also hier überhaupt kein Hexenwerk. Da nehme ich ja das, was ich immer nehme. Das ist der Waldboden. Der hat für mich die schöne Mischung. Der ist nicht so grell. Die meisten Farben, die man so kaufen kann, die haben so sehr helle Farben. Ist ja schön, wenn man eine nette, freundliche Anlage hat. Während ich aber durch meinen Steampunk und Dieselpunk alles ein bisschen düsterer habe, ein bisschen dunkler haben möchte auf der Modellbahn, so dass ich eben dann auch hier mit dunkleren Farben arbeite, aber trotzdem versuche, helle Akzente eben wie mit dem Berg reinzukriegen. Die Farbe täuscht ja, glaube ich, ein bisschen. Ganz so graublau ist das nicht. Das ist mehr so braun-grau. Und aber das ist ja manchmal, das ist so mein Arbeitsplatz, habe ich hier doch relativ helles Licht, ein sehr, sehr weißes Licht oben drüber, damit man das eben gut sieht. Wer sich erinnert, ich hatte vor kurzem kleine Zäune ausgedruckt. Diese kleinen Zäune klebe ich jetzt hier aneinander. Das heißt, ich habe die alle in einem Standardmaß mir gedruckt und klebe mir die an, so wie ich sie brauche. Ja, dann biege ich die dann mal so ein bisschen, wie man das sehen, dann werden sie grundiert mit meinem Primer, den ich immer verwende. Der muss nicht gut decken, den trage ich auch nicht gut deckend auf. Der soll lediglich die Aufgabe haben, das Ganze ein bisschen vorzubereiten, dass die eigentliche Farbe, das ist diesmal ein Gunmetall, also ein Waffen Metallic Effekt nennt er sich, und den verwende ich übrigens auch hier bei den Laternchen, weil wo ich ja sagte, ich habe das vorher alles verrostet, außer auch die Laternen hier. Und auch an den Zäunen setze ich ganz, ganz kleine Akzente. Ich muss ehrlich sagen, jetzt wo ich das hier im Vorschau sehe, man sieht das gar nicht, was ich da mache, weil das doch relativ dunkel ist, wo ich da arbeite. Aber diese Pfeilerchen, die sollen so ein ganz kleines bisschen, die sollen verrostet sein, aber die sollen ganz kleines bisschen immer noch so ein bisschen, naja, glänzen halt. So wie ich es mit der Laterne auch gemacht habe. Die wird nachher noch ein bisschen mehr bemalt übrigens. So, dass das eben doch irgendwo aussieht, als wenn es mal in Ordnung gewesen ist. Ich kann ja nicht alles zu 100% verrosten. Das sieht ja auch nicht schön aus irgendwo. Und
Ja, und habe das nur alles in dieser Region dann mitgemacht. Ich mache es nochmal drüber. In echt habe ich das tatsächlich besser gesehen. Hier mit der Lampe sieht man das jetzt ein bisschen. Ja, wie ich das da nochmal so draufgezogen habe, diese ganz leichte Farbe, damit das eben, das ist ein Effekt, muss ich euch ganz ehrlich sagen, das ist ein Effekt, den sieht man fast nicht auf der Modellbahn. Also du musst wirklich das wissen, dass das da ist, dann sieht man das. Oder es ist ein Gesamtbild. Vielleicht letzteres besser sogar noch. Und hier seht ihr, dass ich auch die Signale damit noch bemalt habe. Das heißt, ich habe hier alles, die gesamte Gegend habe ich so diesen Touch mit diesen Gunmetall, also mit diesen Waffenmetallic-Effekt. Also wie so eine Pistole halt so glänzen soll, keine Ahnung. Jedenfalls hat mir die Farbe recht gut zugesagt und habe die Signale dann eben in den größten Bereichen halt doch noch versilbert, so dass die eben nicht komplett dastehen, sondern nur der Untergrund soll tatsächlich verrostet sein und von oben sollen sie schon noch okay aussehen, muss ich mal sagen. Also die Signale sollten nicht hundertprozentig verrostet wirken, auf keinen Fall. Ja, hier versuche ich auch den Zaun von oben noch ein bisschen, wo ich mich da nicht vermalt habe, wo das so reingelaufen ist, da habe ich nachher mit Wasser einfach Wasser an den Pinsel bin ich nochmal drauf und dann war das wieder weg. Das ist überhaupt nicht schlimm. Solange man das macht, wenn das frisch ist. Wenn das natürlich vertrocknet ist oder eingetrocknet ist, geht das nicht mehr. Aber auch das passt irgendwo zu diesem Zaun, ja. Also das muss nicht wirklich perfekt sein. Das soll ja ein alter Zaun sein. Ich hatte ursprünglich überlegt, ob ich den sogar noch so einschneide, als wenn der zerrissen war oder als wenn da irgendwo einer was gemacht hat dran. Naja, mache ich vielleicht mal irgendwann noch. Mal gucken. Buschwerk. Das ist natürlich Pflicht. Bäume kommen danach. Was ich jetzt hier mache, ist wirklich alles rein Busch. Ich habe das am Anfang, habe ich es ja mit diesem Islandmoos gemacht, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir gar nicht mehr. Die Stellen auf meiner Modellbahn, die ich damit schon gemacht habe, kann passieren, dass ich die auch wieder abmache und damit ersetze, weil wenn ich wirklich die Preiserlines daneben stelle, wirkt Islandmoos für unsere Spur einfach immer noch viel, viel zu grob. Und hier lege ich also diese Flocken, den habe ich also wirklich in solchen Beuteln gekauft. Da habe ich jede Menge da. Habe ich mehrere Farben, da habe ich auch hier so Hänge-Flock so. Ne? Das kann man so runterziehen, so an wie Fäden. Und dann kann ich es am Berg so ein bisschen runterwachsen lassen. Ganz dolle brauchen werde ich das nachher sowieso an der Seite, wo ich die ach, das werde ich schon noch sehen. Das kommt alles noch. Keine Sorge. Aber ihr seht schon, und ich krümel das erstmal komplett trocken dahin und bereite erstmal alles vor und gucke mir erstmal das Gesamtbild an, bevor ich da Kleber drauf mache. Also ich nehme nicht jetzt ein kleines Büschlein, mache da Kleber drauf, drücke es hin und gehe weg, sondern ich versuche erstmal die ganzen Büsche wirklich so hinzupacken, wie ich das gerne hätte. Wo mir was gefallen könnte. Da habe ich was weggenommen, habe es woanders hingemacht. Weil ich muss ja beachten, es kommen ja noch größere Büsche hin, was ich beim letzten Mal unten in dem Wald auch gemacht habe. Das sind eigentlich Apfelbäumchen oder sowas ohne Früchte von der Spur Z. Die eignen sich hervorragend für kleine Büsche. Und das muss ja auch alles noch untergebracht werden. Und es soll ja ruhig alles ein bisschen überwachsen wirken. Es soll ein bisschen abgelottert wirken da oben. Es soll nicht wirken wie so eine Ruine, wie irgendwas, was nicht mehr verwendet wird. Um Gottes Willen, das soll also im Betrieb noch sein, dieses Lager oder dieses Gebäude. Und aber es soll verwildert sein. Und deswegen kommen ja dann noch Bäume hin am Gebäude, kommen dann noch vielleicht ein bisschen Efeu ran und sowas alles. Das kommt alles noch. Den Zaun, den ich vorhin gebaut habe, den ich auch mit dieser silbrigen Farbe bemalt habe, der soll hier vorn hin, weil es ist ja doch eine ganz schöne Schlucht nach unten. Und das soll natürlich verhindert werden, dass da jemand runterfällt. Man könnte jetzt auch sagen, okay, pflanze alles voller Büsche, das passt irgendwo schon. Aber es hat noch einen anderen Grund. Der Modulübergang ist ja direkt dahinter. Das heißt, man sieht immer noch so einen klitzekleinen Spalt irgendwo und den verhindere ich, dass man den sieht, auch mit dem Geländer noch, wenn man sich mal an die Seite stellt und mal da weit ein bisschen guckt, dass man da nicht von so einem riesiger Spalt, der ist ein halber Millimeter bis ein Millimeter dick. Die Büsche verklebe ich folgendermaßen mit diesem Flock, also die werden nicht komplett da eingesellert erstmal, doch zum Schluss schon, die sind knippelhart bei mir. Sie bekommen aber erstmal meistens nur so ein oder zwei Tropfen von diesem Wasser-Weißlein gemischt drauf, sodass die erstmal ihre Form als solches halten können. Mir ist nämlich aufgefallen, wenn ich die zu dolle einmache wie da hinten, dann sackt der Busch
komplett nach unten ein, weil da halt so schwer wird, weil das diese Schaumflocken da nicht mehr halten können. Das bringt gar nichts. 1, 2 Tropfen, vielleicht auch 3 Tropfen, kommt auf die Buschgröße an, drauf gemacht, so erstmal und dann trocknen lassen natürlich, so dass erstmal das ganze Gebilde in sich eine Stabilität erreicht. Dann, einen Tag später, wenn es angetrocknet ist, das dauert. Und deswegen Wochenupdates mit relativ kleinen Fortschritten immer. Es sind keine kleinen Fortschritte, die dauern ihre Zeit halt. Weil ständig muss irgendwo was trocknen. Und ja, da hätten sie auch zu viel. Ne? Da sieht man unten, das ist schon okay. Ich tropfe da so lange dann zum Schluss drauf, bis die Farbe, sag ich schon, bis der Kleber unten rauskommt. Nur dann weiß ich, dass es unten auch festkleben kann. Und ja, am nächsten Tag kommt dann wieder mehr drauf. Und dann kann man dann weitermachen, so lange, bis ich irgendwann mal den gesamten Busch dann voller Kleber habe und der richtig hart ist. Der sieht dann aus wie locker noch da, aber er ist richtig hart. Was ich ja auch machen werde, sind noch so kleine Holzteilchen noch reindrücken, die dann aussehen wie Stämme. Das fehlt jetzt hier alles noch, das kommt alles noch. Da kommen eben die ganzen, ganzen vielen Details, die Ausgestaltung, dass da noch Bretterstapel liegen sollen überall. Also wo da was hingelegt wurde, was man wegnehmen muss. Oder irgendwelche, kennt ja alles, Leiterchen, kleine Fässer oder Paletten oder sowas. Das kommt halt alles noch. Und das kommt aber in der nächsten Folge. Ansonsten hätten wir heute 30 Minuten gehabt. Wäre zwar schön gewesen, aber bringt nicht allzu viel. Ich bin übrigens am Vorbereiten schon an der nächsten Geschichte. Was danach kommt, habe ich auch was ganz, ganz Tolles für euch. Aber das zeige ich euch natürlich erst, wenn es rankommt. Vielleicht schon in der nächsten Woche mit drin. Ich muss mal gucken, wie ich da hinkomme von den ganzen Aufnahmenkram. Ich gucke gerade, wie weit das noch ist. Ich bin nämlich kurz vorm Ende. Ich habe euch hier noch 2 Videos verlinkt. Die könnt ihr euch gerne noch anschauen. Da freue ich mich. Die passen zu diesem Thema. Und da würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Freitag. Macht's schön gut, euer Uli. Bis dahin. Tschüss.